Ja, hallo und erstmal gestreckt willkommen bei Legend of Zelda Ocarina of Time. Da sind wir wieder da. Und ja, wir sind ja hier in der schönen Höhle hier. Ja, mit dir haben wir schon gesprochen. So, jetzt entscheiden wir uns erstmal. Gehen wir da rein oder gehen wir da rein? Wir machen einfach ene, mene, mu und raus bist du. Okay. Geht eigentlich noch weiter, aber darauf hab ich jetzt keine Lust. Raus bist du noch lange, lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Ja, das hätten wir uns auch sparen. Ach, da geht's weiter. Ah, hier kannst du Treppe runterlaufen. Ah. Dann gehen wir da noch nicht lang. Nö. Gehen wir da natürlich noch nicht lang, ne? Dann gehen wir erstmal hier gucken. Wir könnten auch hier lang. Irgendwie müssen wir ja auch mal zur Mitte, ne? Nein, ich will nicht schießen. Ich bin ein lieber Junge. Okay, gehen wir erstmal hier hin, weil hier ist wahrscheinlich schlow. Was ist das denn? Das erinnert mich an irgendeinen Gegenstand, den wir noch benötigen. Den wir aber noch nicht haben. So, jetzt sind wir ein tiefer. Ich hab so Schiss, mich zu verlaufen hier, ne? Bin ich noch zu doof für? Bin ich wohl noch zu klein für? Ich armer Lump. Ich bin noch ein kleiner Sack. Nein. Oh, da geht's auch noch lang. Jetzt habe ich erst gedacht, da unten wäre Pikachu. Meieiei. Was steht denn hier? Was steht denn hier geschrieben? Gelingt es dir, mich mit einer Donnerblume zu stoppen, belohne ich dich. Versuch es mehrmals. Hot oder hoch. Oh, hier rennt der Scheiß herum. Der Riesenkonopke hier. Ich glaube, ich verlaufe mich gerade ganz gut. Also, ich glaube, ich verlaufe mich hier. Ich will das jetzt mal hier probieren. Ja. Ja. hab Angst. Hey, wir haben es gerade Sache geschafft. Hi! Hey! Ein kleines Kind wie du muss einen guten Grund haben, um diesen Ort aufzusuchen. Ich hatte also recht. Du bist hier, um den roten Stein zu fressen. Nun, dann kommst du zu spät. Er ist fort. Was? Das ist gar nicht der Grund, der dich herführte? Du suchst einen heiligen Stein? Damit musst du den leckeren roten Stein meinen, der vor kurzem noch hier lag. Ich war so hungrig, dass ich dachte, es wäre in Ordnung, nur ein kleines Stückchen davon zu essen. Als ich kam, war er fort. Vielleicht hat ihn Darunia weggenommen. Er sagte, es gefällt ihm nicht, dass alle immer so gierig schauen, wenn sie den roten Stein betrachten. Darunia hat sich in seinem Raum eingeschlossen. Er sprach, ich werde hier auf den Boten der Königsfamilie warten. Okay. Ich will einfach mal sagen, komm. Wir gehen runter! Aua! Das sehen aus wie kleine Pikachus. Jetzt mal ohne Scheiß, guck dich das an. Das sind kleine Pikachus. Zwar schlecht gemalte Pikachus, aber es sieht aus wie Pikachus. Ja, und falls ihr das Geräusch gehört habt, meine Katzen kloppen sich. Meine Katzen kloppen. Die sagen, hallo! Nanu, wer bist du denn? Nur selten verirren sich Leute hierher. Woher kommst du? Ja, aus Kokiri, ne? Aus dem Wald? Was ist das? Was ist das? Wald. Was? Dort wachsen Bäume? Und Pflanzen? Was ist das denn? Das verwirrt mich, ey. Hier oben wächst außer den Donnerblumen gar nichts. Wir haben hier auch weder Dekokerne noch Dekonüsse. Ja. Wir haben nur und selbst Dekostäbe findet man hier höchst selten. Ja.
Ich verrate dir etwas. Willst du einen brennenden Stab löschen? So drücke A, bevor er ganz abgebrannt ist. Ah, das wusste ich schon. Apropos, ne? Ich habe hier irgendwo einen Stab versteckt. Na toll. Er versteckt hier Stäbe, der Vogel. So, jetzt sind wir ganz unten. Ja, was willst du, Navi? Den Brief willst du haben. Okay. Ach so, ja. Ja. Weil hier brauchen wir Bombe. Können wir aber nicht. So. Hallöchen. Darunia hat sich in seinem Raum eingeschlossen. Er sprach, ich werde hier auf den Boden der Königsfamilie warten, ne? Okay, kommen wir da rein. Du stehst auf einem weichen Teppich, der nur Darunias Gäste betreten dürfen. Ich muss mal kurz das nachschauen. Na, ich will nicht schon wieder den Brief lesen. Mann. So, wie geht denn nochmal Zeldas Wiegenlied? Links, oben, rechts. Okay. Hab da nämlich so eine Vermutung gehabt. Weil die Tür ging nicht auf. Und so kann man, hatte Prinzessin Zelda ja gesagt, so kann man sich beweisen, dass man von der Königsfamilie ist, wenn man nach Zelda hat. So, die Tür ist open. Open the door in the Höhle in the Stein. Ey, guck dir meinen alten Opa an hier. So, ich mach dir aber vorher all deine Vasen kaputt, bevor ich mit dir rede. Guck mal, da ist Stock. Ja! Hallo! Hallo, Opa! Was? Wer bist du? Als ich das Lied der Königs von mir hörte, dachte ich, ein Abgesandter sei eingetroffen. Stattdessen sehe ich ein Kind. Hm. Hat Darunia, der Führer der Goron, es wirklich verdient, so behandelt zu werden? Ach, nee. Ich kann es nicht glauben. Geh zurück ins Schloss und sag dem König, er solle mir einen richtigen Mann schicken. Du fragst, warum ich so schlecht gelaunt bin? Zu wenig Kaffee gehabt oder zu wenig Steine gefressen. Ich weiß nicht, eins von beiden. Dämonische Kreaturen sind in Dodongos Höhle eingedrungen. Mann, ey, die Donnerblumenernte war schlecht. Und zudem leidet mein Volk Hunger. Mann, doch wie dem auch sei. Dies ist Sache der Goronen. Wir sind zu stolz, um die Hilfe Fremder in Anspruch zu nehmen. Ja, und jetzt? Ja, und was muss ich jetzt hier machen? Ja, das nenne ich jetzt mal eine gute Frage, ne? Oder warte mal, ich zeig ihm mal den Brief. Wo haben wir den denn schließlich noch? Willst du lesen? Nö. Das war ja klar, du bist doch so ein Lump bist du! Ich hab irgendwie das Gefühl, wir werden irgendwie. Boah, ist das scheiße, wenn man das ewig schon nicht mehr gespielt hat. So. Ich glaube, wir müssen hier mal ein paar Feuer entzünden, habe ich so das Gefühl. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir irgendwas mit Dekostäben machen müssen. Wir fliegen nicht umsonst hier raus. Aber da muss der Papa erstmal checken, was. Haben die eigentlich schon geredet? Hallo? Aufstehen! Aufstehen, habe ich gesagt! Ich bin auch noch hier! Steh auf! Irgendwo erkenne ich die Musik. Ah, er steht doch mal. Haben wir mit dir schon geredet? Ich habe solchen Hunger, ey, dass ich nur ans Essen denken kann. Heiliger Stein? Du meinst sicher den roten Stein, der einst in unserer Stadt erstrahlte. Darunia nahm ihn an sich. Danach schloss er sich in seinem Raum ein und hat ihn seitdem nicht mehr verlassen. Seit dieser Zeit ist es dunkel in Goronia. Die Dunkelheit macht uns depressiv. Alles erscheint so sinnlos. Ja, ich wünschte,
Jemand würde die Fackeln bei der großen Statue entzünden. Hehe, ich glaube, in der Hunders Kammer findet man Feuer. Ich hab's doch gewusst. Seht ihr? Einfach mal logisch denken. Und das ist bei mir schon schwer. So, gib mir mal das Feuerchen her. Ich hab doch gewusst, da war was. So, dann müssen wir erstmal Feuer machen, ne? Machen wir ein kleines Feuerchen. Zack. So, wir machen erstmal Licht hier. Ich wusste, da war was. Eins, zwei. So. Und ich drehe mich erstmal voll im Kreis. Ja, aber der drückt mich in die Wand rein. So, redest jetzt mit mir? Guck mal, was ich gemacht habe, Junge. Guck mal, ich bin total gut und so. Ich habe das Ding zum Bewegen gebracht und so. Ach, du bist doch ein... Hätte ich jetzt fast gesagt. Aber kann man die Dinger nicht auch entzünden? Wartet mal. Aua! Seht ihr? Doch recht. So, wo sind wir denn jetzt? Nee! Guck mal, im Goronenladen. Willkommen! Goronenrüstung, 200 Rubine, ja, hab ich. Total. Ich hatte den Eingang versiegelt, da ich nicht sehr viel zu verkaufen habe. Du aber scheinst sehr hartnäckig zu sein. Nun gut. Ein Herz. Rotes Elixier. Kann ich Bomben kaufen? Tut mir leid. Die Bombe hier ist nur eine Attrappe. Die echten sind ausverkauft. Du Vogel, du, was machst du denn überhaupt hier? So. Okay, damit wir das schon mal wissen. Ich glaube, wir können noch viel mehr machen. Aber ich muss ja mich jetzt erstmal umschauen. Okay, also wir sollen wohl, glaube ich, Goronia erstmal wieder erstrahlen lassen. Okay, als nächstes machen wir da ein paar Feuerchen. Hau ab. Stehst im Weg. Goronia werde es nicht. Frag mich nur, warum. Ah, guck mal, wir könnten jetzt zum Beispiel, wir könnten jetzt so machen. Und das macht jetzt schön Bumm da. Passt auf. Genau, so, wir gucken jetzt mal, was da ist. Oh, jetzt bin ich neugierig. Das hört sich nach den verlorenen Wäldern an. Kannst du mir erzählen, was du willst? Na, ich bin auch super. Ich bin noch ein toller junger Mann. So. Müsste jetzt wieder ein hoch. Jetzt gucken wir, ob wir da auch noch ein Feuerchen entzünden können. Müssen. Einfach mal Luki machen, ne? Genau, wir könnten jetzt zum Beispiel so machen. Das wird aber... Oh, das ist aber ein hartes Stück Arbeit jetzt hier. Wir müssten hoch. Da kann man zum Beispiel hin. Okay, ich hoffe, ich verlaufe mich nicht. Okay.
Okay, dann wollen wir mal los, Tigern. Nicht verlaufen, Mucke. Nicht verlaufen. Okay, das reicht nicht ganz. Wir müssen das irgendwie zerstört kriegen. Was hat hier eine Abkürzung? Ne, da geht's nur runter. Da geht's nur runter. Okay. Ne, dafür, dass ich das Spiel nicht mehr gemacht habe, weiß ich noch gut Bescheid. Aber warum wackelt der so? Okay, ich habe das Gefühl, wir können da rein. Das machen wir auch. Versuchen mal da reinzugehen. Ob das überhaupt funktioniert, ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja noch nicht mal, was ich überhaupt mache. Ja, und ich verlaufe mich mal wieder gerade ganz herrlich. Mal weiter schauen. Ah, genau, da ist ja wieder was anderes hier. Ich glaube, da müssen wir mit dem... Ich weiß doch, dass wir als Item mal einen Haken hatten, aber... Genau, kannst du mich jetzt auch nicht fragen. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir da reinkommen. Können wir den Weg frei machen? Ich will gucken, was passiert. Ding dreht sich ja nicht umsonst darum, wie so ein Kreisverkehr hier. Ja, und was mache ich jetzt? Jungs, Mädels, Leute? Probier's nochmal. Scheiße. Ja, ich steck mal wieder fest hier. Als wären wir hier schon ewig nicht mehr gewesen. Als wäre ich hier noch nie gewesen. Super weg. Okay, die kriege ich auf jeden Fall nicht raus. Aber wir müssen dann hier noch hin und hier hoch. Bis hier vorne. Ich glaube, das schaffen wir niemals. Ich will mal was anderes ausprobieren. Genau. Den Trottel können wir doch noch anhalten. Ah ne, können wir auch nicht. Scheiße, stimmt ja. Bringt ja nichts. Der Feuer reicht ja niemals bis da. Ja, was machen wir da jetzt? Ihr sollt verschwinden! Yeah.
Ja, ja. Autsch, das hat wehgetan. Ja, ich weiß leider wirklich erstmal überhaupt nicht weiter. Das ist wirklich beschissen. Na und nun? Was mach ich jetzt mit dir? Wenn ich das jetzt die ganze Zeit abmachen müsste, dann drehe ich hier durch. Ich schwör's euch, dann drehe ich hier durch. Nee, komm. Ehrlich jetzt? Ernsthaft jetzt? Jetzt tanzt der Opa. Jetzt sag mir nicht, das wart. Und ich racke mir hier eine Viertelstunde einen ab. Ganz gut, aber nicht genau das, was ich hören wollte. Ich mag Melodien. Wie soll ich sagen? Von außerhalb. Etwas Natürliches. Grünes. Aus dem Wald. Das ist meine Art von Musik. Aus dem Wald? Sag mal, ich muss noch ein neues Liedchen hier lernen. Sag mir nicht, wir müssen jetzt hier wieder raus. Und das ist doch scheiße. Ich weiß doch nicht mehr, welches Lied. Ich weiß doch nicht mal, wo ich das herbekomme. Ja, das ist doch jetzt scheiße. Oh, Leute. Nein, ich will endlich in Zeichen schalten. Ich will in die Höhle rein. Oh, Mann, oh. Mann, oh. Ich will da rein. Oder müssen wir in die verlorenen Wälder rein? Wir machen es einfach mal. Wir haben ja nichts mehr zu verlieren. So. Hallo. Da ist die scheiß Eule wieder. Willkommen. Ich habe dich erwartet. Echt? Schön, dich wieder zu sehen, Mucke. Hör mir gut zu. Hier in den verlorenen Wäldern wirst du die heilige Lichtung finden. Dies ist ein Ort, den bisher nur wenige Leute betreten haben. Ja. Still. Ich höre etwas. Ich höre eine fremde Melodie. Kannst du sie auch hören? Nein, leider nein. Muss ich mich noch einmal wiederholen? Nein. Beweise dein Geschick und finde den Weg durch den Wald. Verlasse dich auf dein Gehör und du wirst schon bald dein Ziel erreichen. Okay, jetzt muss ich auch noch genau hinhören. Hoppala. Weiß auch nicht, woher das kam. Da geht's auf jeden Fall nicht lang. Da auch nicht. Da auch nicht. Wir sollen uns der Musik lauschen. Da auch nicht. Haben wir hier denn Feines?
So, Freunde, ich bin jetzt ziemlich ruhig, wie ihr merkt. Nein. Ich frage mich jetzt, wo wir gelandet sind. Waldlichtung. Ey, wir haben es geschafft. Ah! Ah! Aua, aua! Geh weg! Ich glaube, wir sind richtig, aber frag mich nicht. Was machst du nicht mit mir hier? So, Herzen sind auch wieder voll. Aua! Aber ja, du Drecksack, was machst du da? Ich krieg noch nicht mal zwei. Feigling. So. Und jetzt? Aua. Wir haben noch 2,5 Herzen. Toll. Sind wir jetzt angekommen? Da steht wieder so ein Schild. Und ich racker mir hier einen ab und hab... Ja, da kann man mal sehen, wenn man keine Ahnung hat. Ach, gucke mal an. Unsere gute alte Freundin. Warum hat die noch ein Ding? Ich dachte, die hat nur eine. Hallo. Hallo, ich bin's. Mucke. Hallo. Ne? Ich habe auf dich gewartet, Mucke. Ja. Warum? Dies ist die heilige Lichtung, mein Lieblingsort. Ich spüre etwas, wie die immer alles spüren hier. Dieser Ort wird für uns beide von schicksalhafter Bedeutung sein. Das kann ich fühlen. Spielst du hier die Ocarina, kannst du zu den Geistern des Waldes sprechen. Machst du mir die Freude und spielst mit mir? Ich will doch nur spielen. Ja, komm. Versuch die Melodie, die ich spiele, nachzuspielen. Bist du bereit? Ob ich das hinkrieg. Unten rechts, links. Vorne, hinten, links, rechts. Ja, hab's geschafft. Wie wunderschön. Du darfst dieses Lied nie vergessen. Versprich es. Willst du meine Stimme hören? So spiele Salias Lied. Du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten. Oh Gott. Ja dann. Ey, aber sag mal ohne Scheiß, ne? Ey, warum leuchtet der Kack schon wieder, hä? Was macht ihr da um meine Ocarina? Schon dritte Mal und so. Ich brauch bald neue. Ich kauf mir bald neue bei eBay, ich schwör. Du hast Salias Lied erlernt. So, das Schöne ist, jetzt darf ich erstmal den Weg zurückfinden. Mal austesten. Willst du mit Salia sprechen? Ja. Hallo Mucke, ich bin es, Salia. Hörst du mich? One, two, die Leitung steht. Ich unterhalte mich gern auf telepathische Weise mit dir. Doch jetzt würde ich dich lieber persönlich sprechen. Nein. Ja, dann sprich mit mir, wenn du mich persönlich sprechen willst. Hallo, ich stehe hier. Ja? Ich stehe hier. Hallo. Ja, wo bleibt der Redenknopf?
Da. Oh, das wird toll gesagt. So, komm ich jetzt hier irgendwie wieder weg oder muss ich wirklich den ganzen Weg zurücklatschen? Ich glaube, ich darf den ganzen Weg zurücklatschen. Nein, lass mich! Lass mich! Aua! Lass mich! Lass mich! Aua! Ich habe gesagt, ihr sollt mich lassen. Diesmal bin ich gemein. Ich bin jetzt so gemein, ich gehe oben lang. Ich bin jetzt so gemein, dass ich oben lang gehe. Wir haben nicht mehr viele Herzen. Ich bin gleich schon tot. Da, 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 da. Schon wieder die Eule. Mucke. Hat Salia dir ihr Lied beigebracht? Ne? Sei ehrlich, du. Das Lied scheint geheimnisvolle Kräfte zu haben. Ich hörte das an anderen Orten ebenfalls. Die Möglichkeit besteht, Lieder zu lernen. Zum Beispiel in Hyrule. Platzierst du die Ocarina auf C und wählst sie aus, werden Notenlinien erscheinen. Ich empfehle dir hier, eines der Lieder zu spielen, die du erlernt hast. Du kannst natürlich auch ohne Notenlinien spielen. Auch das macht Spaß. Ja. Muss ich alles nochmal sagen? Ne, bloß nicht. Alle Lieder, die du lernst, werden dir im Statusmenü angezeigt. Lerne sie, denn du wirst sie häufig brauchen. Häufig. Arrivederci, Poperci. Hau ab. Geh weg. Mach dich weg, Eule. So, ich will jetzt einfach nur noch dahin, wo ich herkam. Oh, und Herzen. Gut. Ich muss erstmal Kokiris Wald wieder. Ja, geil, ich bin wieder zu Hause. Ja. Das ist ja total toll. Bin hier schon wieder hier. Hallo. 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 Ja. Das ist toll. Naja, egal. Sind wir, Hauptsache, wir sind wieder da. Und jetzt weiß ich auch wieder, wohin. So, jetzt bin ich hier wieder raus. Ich will hier raus. Raus hier aus diesem Gemäuer. So.